Digitalisierung ist nicht nur im Rathaus wichtig. Das merken wir in Zeiten von Corona. Es ist existenziell notwendig, dort gut aufgestellt zu sein, denn ein guter Netzanschluss ist ein Standortfaktor. Wir können als Gemeinde all diese Dinge, die Sie brauchen, erfragen. Und wenn wir dann die Daten vor Ort haben, dann können wir auch an die Netzanbieter gehen und sagen, hier, da ist dieses und jenes und das wird gebraucht. Das geht dann deutlich schneller und man kann vielleicht auch entsprechende Förderprogramme, die oft nur ganz kurzfristig abrufbar sind, viel besser nutzen. Und wenn das in Wachtberg gut gelöst ist, dann haben auch die Privathaushalte was davon. Darüber hinaus, wie viele Unternehmen sind zu wenig sichtbar? Wir haben viele kleine, wunderbare Unternehmen und eigentlich ist es doch ein Kernanliegen der örtlichen Wirtschaftsförderung, also bei uns im Rathaus, dass wir die Sichtbarkeit deutlich erhöhen. Mit einem entsprechenden digitalen Angebot ist das sehr viel besser machbar. Das heißt, ich würde mich darum kümmern, dass es jedem Unternehmen möglich ist, sich über das Angebot der Gemeinde zu präsentieren. Und das wäre auch mal eine Idee, die wir voranbringen müssen. Die Landwirtschaft und digital, die passt eigentlich auch inzwischen immer besser zusammen. Die Voraussetzung dafür ist allerdings ein gutes Mobilfunknetz. Wenn das da ist, dann kann man als Landwirt über spezielle digitale Systeme sehr genau steuern, wie viel Düngemittel brauche ich noch dort, wie viel Wasser brauche ich da. Das ist ressourcenschonend, das ist kostengünstig und vor allen Dingen auch für die Natur hilfreich. Also, es gibt jede Menge Gründe, die Digitalisierung in Wachtberg voranzubringen.